Ja, das. Hallo ihr Lieben. Ich glaube nicht, dass ich mich jemals so vor die Kamera gestellt habe. Aber mir war es wichtig, das Thema einfach mal anzusprechen, weil es doch ziemlich mein Leben beeinflusst, ohne jetzt übertrieben klingen zu wollen. Ich rede heute über meine Haut. Ja, ich habe Akne. Ich möchte mit diesem Video jetzt nicht irgendwie nach Mitleid fischen oder sowas und ihr braucht mir auch wirklich keine Tipps geben. Glaubt mir, ich habe schon wirklich fast alles ausprobiert. Ich möchte eventuell einfach anderen Betroffenen helfen mit meinen Erfahrungen, weil ich denke, es ist ganz gut, mal öffentlich darüber zu reden und sich vielleicht so auszutauschen. Ich weiß, dass es viel schlimmer geht und dass ich in dem Fall noch froh sein kann oder so, aber ich wollte heute einfach darüber reden. Erstmal möchte ich einfach meine Story dazu erzählen, also wie sich das bei mir so entwickelt hat. Bei mir hat es angefangen mit 12, 13 ungefähr, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber halt so in dem Alter, in dem man in die Pubertät kommt. Und es war halt erstmal nur so kleine Mitesser und so nur kleine rote Punkte. Ich glaube, das kann man sogar in den ersten Videos sehen, die ich gedreht habe. Ich habe sehr früh angefangen mit richtigen Schrottvideos. Dann habe ich versucht, das mit irgendwelchen Produkten in den Griff zu kriegen. Ich habe angefangen, irgendwelche Waschgels zu kaufen und allgemein Gesichtsprodukte, Feuchtigkeitscreme, bla bla bla, alles mögliche. Aber es ist immer schlimmer geworden. Und das ging dann über eine Zeit lang und dann habe ich dieses Video gedreht. Von unreiner zu reiner Haut, mein Weg. Das auch, glaube ich, eins der meist aufgerufensten Videos auf meinem Kanal ist. Das ist auch schon eine Zeit her, wo ich das gedreht habe. Das ging einfach darum, dass ich Moin Yaminas Methode ausprobiert habe. Also ich habe ihre Videos gesehen und ihr Buch gelesen. Ich habe aufgehört, diese aggressiven Drogerieprodukte zu kaufen, diese Waschgels, und habe auf Inhaltsstoffe geachtet, auf natürliche Inhaltsstoffe und all sowas. Das hat auch für eine Zeit echt gut geholfen. Und danach ging es halt einfach so weiter wie davor ungefähr. Ich dachte echt so, ich habe es jetzt geschafft, aber es ist bei mir keine normale pubertäre Phase von unreiner Haut, sondern es ist einfach die Krankheit Akne. Falls euch das nichts sagt, was ich eigentlich bezweifle, Akne hat nichts damit zu tun, dass man sich sein Gesicht besser waschen sollte oder irgendwas. Diese äußeren Einflüsse sind im Prinzip wirklich nebensächlich. Das Ding ist, dass Akne eine Erkrankung der Talgdrüsen sind. Es produziert einfach zu viel Talg und deswegen verstopfen die Poren und es entstehen Pickel und Mitesser und Unreinheiten und alles Mögliche. Wie man sein Gesicht wäscht oder was für Produkte man draufklatscht, das ist im Prinzip egal, weil sie immer wieder kommen, weil diese Überproduktion von Talg einfach dazu führt, dass immer neue kommen. Da kannst du mit Produkten außen machen, was du willst, aber es wird es nicht regulieren können. Und jetzt sieht meine Haut so aus. Im Moment ist es wieder besonders schlimm. Ich weiß auch nicht, was ich getan habe. Ich habe so eine Maske drauf getan. Anscheinend habe ich die nicht gut vertragen und jetzt habe ich wieder richtig viele Pickel hier bekommen. Ist hier früher, das verteilt sich auch immer so. Früher hatte ich auf der Stirn viele Pickel, auf dem Kinn und auf der Nase. Und seit eineinhalb Jahren oder so kriege ich auf den Wangen und auf der Stirn eher nicht mehr. Auf dem Kinn kriege ich noch, also eher so Kinn- und Wangenbereich. Das unter der Nase, ich komme jetzt einfach mal näher. Hi! Sorry für den Anblick, wenn ihr den nicht mögt, dann schaltet einfach weg. Also, unter der Nase habe ich zurzeit dieses, was man im Winter kriegt, wenn die Haut so rot wird und trocken, und ja, das hat damit jetzt nichts zu tun. Das Ding ist einfach, meine Haut hier ist extrem betroffen und hier besonders im Moment. Es ist einfach so, man sieht hauptsächlich die ganzen Narben von den Pickeln, die da waren, und die sind rot und heilen halt nicht ab. Und es entstehen aber trotzdem immer neue hier und deswegen sieht meine Haut so aus. Ich habe auch im Moment hier so einen richtig schönen. Darauf bezogen möchte ich einfach darüber reden, Probleme, Beschwerden, bla bla bla. Es tut weh. Ja, tatsächlich, es tut weh. Wer sein ganzes Leben lang reine Haut hat, der wird das nicht verstehen, aber Pickel tun wirklich weh. Wenn sie so unterirdisch sind und so nicht an der Oberfläche rauskommen, ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, ich möchte jetzt auch nicht eklig klingen, aber die tun verdammt weh. Es gibt auch solche, da spürt man schon, bevor sie da sind, dass sie kommen werden, weil sich da die Haut so komisch anfühlt. Natürlich hat man dann immer das Bedürfnis, sie auszudrücken, aber das ist wirklich nicht immer gut. Also solche, die so weiße Punkte oben haben, die kann man einfach so wegkratzen. Aber solche
größeren, die so auch ein bisschen unterirdisch sind. Und wenn du die versuchst auszudrücken, oh mein Gott, don't do that. Also ich habe wirklich schon alles gehabt. Ich habe solche riesigen unterirdischen gehabt. Ich habe kleine weiße, also Whiteheads gehabt. Dann hatte ich diese, ich habe immer noch diese Blackheads auf der Nase. Dann einfach solche roten und alles Mögliche. Glaubt mir, ich habe alles durchgemacht. Und bevor mir jetzt sagt, geh zum Hautarzt, ich war schon beim Hautarzt und es hat mir absolut gar nichts gebracht. Ich habe immer eine Zeit lang einfach Tabletten bekommen, die haben dann über eine Woche gewirkt und danach durfte ich sie halt nicht mehr nehmen und dann war es wie vorher. Und dann hat mir meine Hautärztin gesagt, ich soll einfach zur Frauenärztin gehen und mir die Pille verschreiben lassen, was ich aber nicht wollte, weil ich meinem Körper diese Hormone nicht zufügen möchte, ehrlich gesagt. Und dann dachte ich mir schon so, geil. Nur wegen meiner Haut muss ich mich jetzt mit so Hormonen zupumpen, also habe ich jetzt nicht so Bock drauf, ehrlich gesagt. Da lebe ich lieber mit sowas. Abgesehen von den körperlichen Schmerzen, natürlich sind die nicht schlimm und es geht auch vorbei, aber trotzdem ist es echt nicht angenehm. Abgesehen davon, ja, hat man natürlich auch so psychische Auswirkungen davon, weil man sich natürlich automatisch immer mit anderen vergleicht und sich so denkt so, Warum ich? Und warum sehen die anderen? Ich hasse Leute, die so richtig perfekte Haut haben. Dann haben sie einen kleinen Pickel und sagen so, oh, ich habe so schlimme Haut. Oh, dieser Pickel ist so scheiße. Den sehen alle und so. Dann denke ich mir so, ich stehe daneben und denke mir so, willst du mich gerade verarschen? Willst du mich verarschen? Kennt ihr sowas? Das ist echt. Und die Leute merken nicht mal, dass sie dich damit so richtig runtermachen sozusagen, weil sie haben einen Pickel, ja, und regen sich darüber auf und ich habe mein ganzes Gesicht, meine ganzen Wangen voll und ich denke so, okay, danke. Jedenfalls hat das auch Auswirkungen auf das Selbstbewusstsein. Ich würde definitiv sagen, dass ich früher nicht sehr gut damit umgehen konnte, weil ich einfach mich nicht schön gefühlt habe dadurch und ich dachte immer, ich bin so dadurch viel hässlicher als andere, weil das Gesicht ist das, worauf die Leute als erstes schauen. Weißt du, wenn ich Pickel am Bauch oder so, das wäre mir dann scheißegal, wenn ich keinen Bikini anhabe oder sowas. Das sieht keiner, es wäre mir echt egal. Aber im Gesicht sieht es einfach jeder, weil es sofort, wenn du jemanden siehst oder kennenlernst oder keine Ahnung, mit jemandem redest, die schauen dir einfach ins Gesicht und sehen alles. Und dadurch kann man schon echt so ein bisschen verunsichert werden und schüchtern, wenn dir jemand so eine Person gegenübersteht, die so perfekte Haut hat. Und auch wenn du sie gut kennst und sie und gut mit denen befreundet bist, trotzdem denkst du dir dann so, ja, ich stehe daneben und im Vergleich sehe ich halt viel schlechter aus, einfach wegen meiner Haut. Natürlich habe ich auch Zeit meines Lebens versucht, diese Pickel abzudecken. Ich habe wirklich viel versucht. Oh mein Gott, ich habe 1000 Produkte ausprobiert, Leute. Und glaubt mir, ich habe es auch versucht, ganz ohne Abdeckprodukte. Komplett weg. Aber ich habe das, glaube ich, die ganzen Sommerferien ungefähr durchgezogen. Aber es bringt auch das nichts. Glaubt es mir. Weil auch wenn Leute jetzt sagen, verzichte einfach auf diese ganzen Make-up-Teile in deinem Gesicht. Ich weiß, aber es bringt bei mir nichts. Es ist allgemein einfach diese Krankheit, dass die Talgdrüsen zu viel produzieren. Da kann weder Make-up was ändern, noch irgendwelche Waschgels, noch Cremes, noch sonst irgendwas. Du kannst niemals stoppen, diese Talgproduktion. Deswegen ist auch mein Gesicht immer so glänzend und fettig. Und innerhalb eines Tages, es glaubt ihr nicht, wenn ich in der Früh mein Gesicht reinige, so kurz Gesichtswasser drüber mache, dann wieder Feuchtigkeitscreme drauf mache, dann ist meine Haut normal so. Und innerhalb von 3 Stunden glänze ich wieder wie so ein Weihnachtsbaum. Also. Und ich decke immer noch ab. Ich gehe nicht so vor die Tür. Es ist mir einfach unangenehm, weil ich keinen kenne, der einfach so eine Haut hat wie ich. Also natürlich gibt es Leute, die haben das in einer schlimmeren Ausprägung. Und es gibt auch Leute, die haben das ein bisschen weniger als ich. Aber dass ich allein mich jetzt hier vor die Kamera stelle, ist schon so, oh Gott. Weil das einige Menschen sehen werden. Aber Abdeckprodukte helfen bei mir halt nichts, weil ich habe noch nicht das Perfekte gefunden, was bei mir so alles abdeckt. Außerdem wird es nach einem halben Tag einfach weggefettet. Kennt ihr das? Also meine Haut produziert einfach so viel Fett, dass dieses Abdeckprodukt dann so richtig kacke aussieht, sich überall reinsetzt und es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert für mich nicht und ich müsste die ganze Zeit drüber pudern und keine Ahnung was und das will ich halt auch nicht. So viel zu meiner Story. Also wenn ihr auch betroffen seid, dann schreibt mir eure Geschichte gerne in die Kommentare und wir diskutieren darüber und tauschen uns aus und mich würde es wirklich sehr interessieren und ich freue mich dann von euch zu lesen und ich hoffe, dieses Video hat dem einen oder anderen weitergeholfen und ja, ich hoffe,
ihr habt meine Intention verstanden, wieso ich dieses Video gemacht habe. Weil immer noch 1000 Leute sagen, ja, wasch dir mal dein Gesicht oder keine Ahnung, geh zum Hautarzt, Leute. Gesicht waschen hilft da nichts, außerdem wasche ich mein Gesicht. Auch in dem Video von unreiner zu reiner Haut, wo ich gezeigt habe, wie sich mein Gesicht entwickelt, habe ich halt so auf Stellen gedeutscht, alle so, fass dir nicht ins Gesicht, oh mein Gott, fass dir nicht ins Gesicht. Oder lass dir dein Pony rauswachsen, da ist auch voll viel, sammelt sich auch voll viel Dreck drin und so. Erstens habe ich kein Pony mehr und zweitens habe ich mir nicht ins Gesicht gefasst, ich habe immer nur so gedeutet, aber es hat so ausgesehen, als hätte ich mir ins Gesicht gefasst. Ja. Wollte ich nur mal so klarstellen. Ich habe mich viel informiert, ich kenne mich mit diesem Thema ein bisschen aus. Ich glaube, das soll es jetzt von diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte einigen mit meinen Erfahrungen vielleicht weiterhelfen und vielleicht einfach mal Klarheit schaffen auf meinem Kanal, wie und wo und was und wann und warum. Ja. Yeah. Und hier könnt ihr euch jetzt mein letztes Video anschauen und hier das Video, worüber ich geredet habe, von unreiner zu reiner Haut, was leider nur kurzzeitig geholfen hat. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst euch nicht unterkriegen, auch wenn ihr so aussieht. Es ist scheißegal. Aussehen ist nicht alles und es wird vermutlich auch bei mir ein bisschen zurückgehen, aber wahrscheinlich nie ganz. Aber niemand ist perfekt und das ist halt eins meiner Makel. So läuft's halt. Ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss!